Gut, dass du kommst, Toni. Warum, was willst du denn? Ich sag das jetzt noch mal im Gurten. Lass die Fefi in Ruhe. Gesteig mir da Bugeln auf. Was geht denn durch die Fefi an? Ja, mehrer schon wie die. Wieso? Ist vielleicht schon deine Braut? Noch nicht. Aber sie soll es werden. Soll es werden, das kann ja jeder sagen. Aber werden tut's meine. Toni, wenn's dann mein Bruder bist, aber noch ein einziges Mal, wenn's die Madel schön tust, dann kannst du was erleben. Was kann ich nachher erleben? Glaubst du vielleicht, die fürchte ich? Ja, mit dir bin ich gleich fertig, du Torgauf, du Damischer. Ja, dann geh noch her, bis du schneit hast. Ja, gleich hebe dich aus dem Griff, du. Mutter! Hörst du das? Hast du mal Glück gehabt? Herrschaftsfette Grütze, Kirchen! Was ist denn? Soll man nicht springgiftig werden? Was hat's denn gegeben, Vater? Alles auf dem Hof muss nach ihrer Pfeifen tanzen. Aber Vater, der Herr im Haus, der bist doch du. Ja, das hab ich auch gesagt. Na also? Ja, aber sie hat's nicht geklappt. So. Da ist der Kaffee. Geh weiter, Vater, hock dich her. Zu deinen Zwiderwurzen. Du gehst schon die Verhalten. Hier sitzen, sag ich. Hast du schon einen Zuckertunnel da? Was ist denn, Sepp? Magst du heute keine Nudel, hä? Zucker da und eine Nudel, hä? Was ist mit mir? Ja, du wirst jetzt wohl noch da warten können. Du bist nicht so giftig. Ja. Soll man sich noch nicht giften, wenn man von euch Mannsbilder solche Geschichten hört? Was denn für Geschichten? Leni, die Magd beim Wegscheider ist Mutter geworden. Aber ist jetzt endlich mal reingefallen. Na ja. Und wer meinst du, dass der Vater ist? Wer soll denn nicht das wissen? Der Wegscheidbauer selber. Was? Der Bauer selber. Der alte Hirsch. Was machst du denn da mit deinem Kaffee? Nudeln hab ich mir eingebracht. Ah. So viel Nudeln. Das Lackerl Kaffee da nicht da. Das kann ich machen, wie ich mag. Verstanden? Ich bin der Herr im Haus. Beim Kaffee von mir aus schon. Nein, vielleicht ist das alles ein Gerät. Und überhaupt, was gingen uns andere Leute ihre Geschichten an? Ja, Gott sei Dank, dass andere Leute ihre Geschichten sind. Es wäre ja noch schöner, wenn sowas in meiner Familie vorkommt. Nee, da könnte man auch nichts machen. Ich tät's euch nachher schon zeigen, ob man da nichts machen könnt. In meinem Haus will ich nicht einmal solche Redensarten hören. Geschweige denn was anderes. Hey. Wie haben wir's denn da? Jetzt hast du es gehört, Vater. Nimm dich zusammen. Halt dich zurück, Vater, dass dir nicht auch einmal sowas passiert. Ja, wie redest du denn hier mit deinem Vater, hä? Was glaubst du denn hier von mir? Okay, wir haben nur Spaß gemacht. Und mit sowas macht man keinen Spaß. Marsch an die Arbeit. Du das gesagt schneiden? Das ist gut. Und du machst das Krümpfutter. Ja, die Mutter hat aber gesagt, du sollst den Zaun vom Gemüsegarten richten. Wenn ich sag, du sollst das Krümpfutter mähen, dann mähst du das Krümpfutter! Ich schaff die Arbeit an und sonst niemand. Ja, weißt, Papeli, ich glaube, das Gescheitste wird für uns zwei sein, wenn ich zuerst einen Zaun richte. Muss ich mir sagen lassen. Von meinem Herrn Sohn. Aber hat er recht. Er hört ja nichts anderes. Grüß dich. Da, schau her, der Vogel. Aber. Ja, kommst du einmal auf Heimhausen? Ein Bock hier habe ich verkauft und da haben wir gedacht, schaffst du mal beim Stangassinger rein. Aha, ja. Ja, hockt ja jetzt her. Wenn's verlaubt ist. Ja. Ja. Möchtest du mir auch eine Kuh verkaufen? Na, die Afra. Was ist denn das für ein Viech? Meine Tochter. Ach so.
Auch wegen deiner Tochter willst du mit mir reden. Du, das ist vielleicht ein schneidiges Mädel. Ja. Schön rund um den Dumm festgewachsen, wie ein Haselnusskern, du. Und arbeiten, sag ich, der arbeiten wie ein Stier. Ja, ja. Ja, ja, wir haben schon recht. Mein Sepp kommt jetzt in die Jahre, wo ein Weib nicht mehr kommt. Geht, das sag ich auch. Ja, also, abgemacht. Also, ab. Halt mal, so schnell schießen brassen nicht. Was gibst denn du dem Buben mit? Ja, also, zuerst einmal, bis ich einen Hof übergebe. Ja. 4000 Mark. Was? 4000 Mark? Ja, ja, schämst du jetzt gar nicht ein bisschen, hä? Ja, wieso? Später kriegt er so einen Hof. Und außerdem muss ich einen Toni auch nachziehen. Ja, dann haben wir schon ausgelutscht, dann Gassinger. 4000 Mark, dass ich nicht lach. Ja, was gabst denn du deiner Afra mit? Ich? Meine Afra? Ja, mei, in dem Jahr habe ich ein bisschen Bech im Stall gehabt, gell? Also mehr wie 4500, nicht? Vogelhuber, schau dir mal in den Spiegel. Warum? Ob's dir jetzt du nicht schämst? Ja, glaubt das nicht. Na, Vogelhuber, für den reichsten Bauern von Langerberg sind 4500 kein Angebot. Ja, also dann 4800. Ja. Also mein letztes Angebot, aber nachher musst du auch aufgehen. 5000. Mein letztes Angebot. Du 5500 und ich 4500. Ja, hältst mich du für hirndamisch, hä? Wie kommt denn ihr als Bratvater dazu, dass ich um 1000 Mark mehr zahle als wir, du, du Schundnickel? Ja, da sind wir schon fertig miteinander. Ja, das sind wir. Ich brauch deinen Buben nicht. Und ich deine Afra nicht. Meine Afra kriegt 10 andere. Aber nicht so wie mein Sepp. Aber ganz andere kriegt's, wie dein Sepp ist, mein Lieber. Du Ruhe. Oh, oh. So ein ausgeschämter Rami. Der möchte seine depperte Tochter schier umsonst noch bringen. Oh. Pass auf, Sterngassinger, lass dir sagen. Also, 5200 darf ich noch bieten. Na, jetzt gib mir meinen Buben nicht einmal um 6000 her. Ach so, kommst du mal. Weißt du was? Und wenn du mich jetzt niefällig bitten darfst, jetzt kriegst du meine Afra nicht mehr um 10000, du. Verstehst du mich? Na, lass das einschalten und machst das Surfleisch draus. Hat der Corbini einen Zeh schon gebracht? Nein, nein, noch nicht. Der braucht aber lang zu den bisschen scharf machen. Wer war denn gerade da? Der Vogelhuber von Langerberg. So? Ja, wegen was denn? Wegen was denn? Wegen einem Kuhhandel, ne? Wegen einem Kuhhandel kommt der selber von Langerberg bis daher. Ja. Grüß dich, Sepp. Grüß dich, Pfeffi. Ist die Mutter da? Freilich. Was willst du denn von ihr? Fragen, ob ich was auf ihre Maschine legen darf. Ach so. Ja, die Mutter ist in der Küche draußen. Pfeffi. Ja? Heute ist in der Früh schon schön, gell? Ja, recht schön. Ja, ich glaube, dass sie am Nachmittag schön bleibt. Ja, ja, gewiss. Ja, na, halt's wieder am Abend noch aus. Wirst sehen. Ich glaub schon. Du, Pfeffi. Ja? Kannst du dir gar nicht denken, warum ich jeden Abend in Roten Ochsen komm? Wirst du schon einen Durst haben? Na, na, da zieht mich schon was ganz anderes in Roten Ochsen als wie das Bier. Möchtest wissen, was? Na. Du sagst aber trotzdem. Du? Ich? Ja, du. Mein Pfeffi, ich hab das so narrisch gern, dass ich dich gleich mitten im Wirtshaus vor alle Leute abbusseln kann. Ja, du sei so gut. Du warst recht. Ja, warum denn nicht? Oder steckt da vielleicht der Toni im Kopf? Der Toni? Was dir nicht einfällt. Dein Bruder. Ja, wer denn nachher? Gar keiner. Na also, was hast du noch gegen mich? Schau, Sepp, als Gespuse bin ich mir zu gut. Und heiraten. Na ja, du weißt das ja selber. Deine Eltern taten's nie zugeben. Ja, ja. Aber das findet sie alles. Die Hauptsache ist doch, ob du mich gern hast. Ich muss jetzt zur Bayern. Pfeffi, aber. Der Toni den Zahn noch nicht kriegt, der Zahn schon wieder die Hände. Da kommt's schon. Da verzieh ich mich lieber. Ich
komm halt an den roten Ochsen und dann reden wir weiter. So ein narrischer Kerl. Aber nett ist er. Ach, da schaut, Fefi. Grüß dich. Grüß dich. Was führt denn die her? Bayerin, darf ich was auf deiner Maschine? Freilich, sitzt die noch hier. Schon. Bist halt halbe fleißig, Fefi. Was machst du denn da? Ein Dirndlgewand für mich. Schau, so wird's. Das ist der Schnitt. Ja, schön. Du schaust ja noch aus wie eine Bayerin. Grüß dich. Ja, grüß dich. Grüß dich, Vater. Ah, Fefi, bist du da? Wo ist denn der Bauer? Bring ihn, Fefi. Ich bleib im Stall. Wart halt ein bisschen. Wenn's nur nicht so lange dauert. Na, du versäumst doch nix. Du sitzt ja doch die mehrere Zeit im Roten Ochsen. Ja, aber bloß wegen der Fefi. Ich hab besucht mich halt ab und zu, der Vater. Wenn ich daheim bei ihm sein könnte, wär's gleich besser. Ja, da könnte ich mein Bier daheim trinken, nicht wahr? Und so muss ich mein ganzes Familienleben ins Wirtshaus verlegen. Hättest du damals der Fefi eine Mutter geheiratet, dann hättest du jetzt daheim. Ist ja so ein Wunder, dass die Fefi bei dir allein so fleißig geworden ist. Könntest du ruhig ein Beispiel nehmen an deiner Tochter? Die Fefi, die ist ja noch jung. Nicht? Die kennt ja die Arbeit nicht so wie ich. Das darf nicht so hochlaufen. Und überhaupt bin ich ja gar nicht mehr so gut benannt. Nicht? Ich leide es an sogenannte Halunke-Nationen. Was? Halunke-Nation. Ja, da sehe ich zum Beispiel jetzt da ein Glasel Enzian stehen. Ganz deutlich sicher stehen. Da steht aber keins da. Rein gar nichts. Das sind ja die Halunke-Nationen. Ne? Du, heißt das nicht Halluzinationen? Nein, von den Fremdwörtern, da verstehst du nichts. Ne? Da kommt übrigens gerade der Bauer aus dem Stall. Ich glaube, der geht den Schupfen rüber. Na, geh ich zu ihm. Da herin, da wär ich nicht so richtig verstanden. Aha. So. Da ist mir die Luft zu trocken. So. Halunkinationen, ja, ein Halunk wird er halt sein. Darfst du ihm nicht besser, Bayern? Ja, ist halt einmal so. Ich weiß schon, Fefi. Du, wenn's fertig bist, gibst du den Küchenhaus zu einem Kaffee, gell? Ja, ist schon recht. Frische Schmalznudeln habe ich auch. Dankeschön, Bayern. Wer ist's? Gelass doch die Dummheiten, Sepp. Oh, du bist das, Toni. Ich hab jetzt keine Zeit. Warum? Was hast du denn so wichtig, Tor? Hey, da schau her, die Hirndlgewand. Das ist jetzt nicht gleich her. Ui, wenn ich mir vorstelle, dass du da drin steckst, Sachsen, die. Du, das wäre was für meinen Vater und seinen Sohn. Du schaust jetzt den gar nicht auslassen. Auslösen. Wir? Ein Puzzle. Oh, na. Toni! Was hab ich dir denn gesagt, ha? Was hab ich dir wegen der Fefi gesagt? Was du mir gesagt hast, ist mir wurscht. Die werde ich gleich sagen, was dir wurscht ist. Na, geh doch her da. Aber Bum, seid doch gescheit. Ich will nicht gescheit sein. Ihr hast recht. Du Hund, wegen der Schlachte. Hau her, wenn's dich traust, du Blutzackradi. Gleich frie das Knack, nachher bist hi. Bum, jetzt nicht raffer, das darf doch nicht sein. Feferl, liebs Feferl, wann kehrst in die Main? Ja, nicht auf den Gimpi, wir zwei kehren doch zusammen. Das ist nicht ausgemacht, mein Ruhe möchte ich ab. Ja, aber das ist im Feferl jetzt was kehrt dummer Bub, von dir möcht's ja Ruhe. Drum weiß ich ganz gewiss, dass mein Weiberl bald ist. Brüderl, da teischt die Pfiffi, ist nicht dein Schatz. Wenn's dir jetzt keine Ruhe gibst, dann kehrst gleich der Katz. Was ist denn, Thomas? Aufhören! Aufhören, sag ich ab sofort! Au! Da, geh vor! Förder vor mir, jetzt geht's ja Ruhe! Jetzt wird's mal guckel. Schämt's euch denn gar nicht. Und was geht's denn? Der Toni will mir mein Mädel abspenstig machen. Gehört's dir vielleicht schon? Ja, vielleicht dir. Ja, schon mit am dir. Am Frieden gibt's. Ihr seid ja wieder kein und der Nabel. Abel. So,
Was ist dir jetzt anders? Was für eine Mädel geht's denn? Um Pfeffi. Was denn für Pfeffi? Doch nicht um die Kellnerin vom Roten Ochsen, ein Saugpfeiler, seine Tochter. Na, freilich, da hinten sitzt sie ja. Wo? Pfei, grad da hinten hab's. Sei ehrlich, Pfeffi. Hab ich da nicht grad vorhin gesagt, dass ich dich gern hab? Ja, das hast du gesagt. Na also. Ja, und ich? Du hast das auch gesagt. Na also, dann entscheide dich doch. Da wird nichts entschieden. Pfefferl, sei so nett und lass uns einmal allein. Ja, ich geh schon. Ich hab ja denen zwar keinen Anlass gegeben, dass sie mich streiten. Was tust du denn in der Küche draußen? Kaffee trinken. Brav. Ja, sagt's einmal, ist euch denn nichts Dimmers eingefallen? Mir stinken ja die Haare zu Berg, wenn ich bloß daran denke, dass einer von euch mit der Pfeffi. Nein! Pfeffi ist doch ein Bullzaubersmädel. Ja, und ordentlich ist sie auch. Und drum will ich heiraten. Oha, ich heirate. Ruhe, du heiratest das nicht. Und du auch nicht. Na, warum nicht? Weil es halt nicht geht. Bedenkt's doch, das Mädel hat doch hinten vorne nichts. Seit wann hast du einen Augenfehler? Du schaust doch einmal genau an, siehst du, was die hinten vorne hat. Ja, wenn's auch nichts hat. Dafür haben wir genug. Hinten vorne? Ich will nichts mehr hören. Aus der Geschichte kann nichts werden. Nee, nichts. Aber das ist doch alles. Du gehst sofort an die Arbeit, aber marsch. Wir gingen schon. Aber wegen der Pfeffi. Das letzte Wörtel noch nicht gekriegt, Vater. Nein, da sind wir noch nicht fertig. Weil so einfach wie ein Kugel an Hals abtragen geht, das nehme ich nicht. Mit uns? Nicht. Marsch, du schwer mit den Sauben. Den Säck habe ich in den Schuppen hinter. Ja, ist schon recht. 45 Pfennig. No. Da. Das ist ein Hosenluft, gell? Also da ist der Fünferl. Und jetzt, Kapinian, jetzt hab ich mit dir was zum Reden. Mit mir? Ja. Bin aber gar nicht gut beieinander. Nee? Ja. Ich hab so Halunkinationen. Was hast du? Halunkinationen, da sehe ich ja lauter Sachen, die wo nicht da sind. Okay. Ja. Da sehe ich jetzt am Tisch ganz deutlich einen Enzian stehen. Ganz deutlich sicher stehen. Da steht aber keiner dort. Ja, das ist ja meine Krankheit, die Halunkination. Ah, so. Ich höre dich schon gehen. Ja, dann stellen wir halt einen hin. Dann werden sie gleich vorbei sein, die Halunkinationen. So. Du hast einen. Dankeschön. Das ist fein arg, wenn man allerweil Sachen sieht, die wo gar nicht da sind. Ja, jetzt pass auf, Kapinien. Zuhören sollst du mir. Ja, hör dich her doch, wenn ich trinke, da brauche ich gar nicht absitzen. Was meinst du, was passiert ist? Was? Der Sepp und der Toni haben sich alle zwei in die Pfeffi verliebt und jeder will es heiraten. Ja, ich war auch bald erstickt, ja. Erstens mal, und Josef, deine Burm. Ja. Und ausgerechnet die Pfeffi. Ja, ausgerechnet. Als ob es nicht nur andere Madeln gab. Ja, jetzt musst du die Wahrheit sagen. Bist narrisch. Du kennst doch meine Alte. Ja, leider. Mein Lieber, das wäre so eine Überraschung, wenn die auf einmal erfahren hat, dass die Pfeffi nicht meine Tochter ist, sondern die deine. Bist du stark? Mit doch ein Hundsleben. Ah ja. Na, ich konnte ja verstehen. Die Mutter von der Pfeffi, die Rosel, das war ja ein Bild, sauberes Fernsehen. Ja, da heißt sie immer, die Liebe ist eine Himmelsmacht. Nein, solche Scherze macht nur der Teufel. Schau, mich hat ja eingeseifert und eingewickelt damals. Nicht was, nur die? Ja, freilich, wenn ich auf der bete Leiche mich als Vater von der Pfeffi ausgegeben hab. Ne? Ja, aber dann nicht einen Haufen Geld dafür gezahlt. Ein Haufen? Ja, oder nicht? Ja, damals schon, aber weißt, aber jetzt hier und da, jetzt packt's mir oft wieder so. Was packt dich? Das Gewissen. Keine? Das beißt mir zum Beispiel oft so, dass ich am liebsten alles eingestehen möchte. So. Ja. Beißt sie wieder. Ja, und wir, fürchterlich. Das ist noch gar nicht so lange her, du hast ja bissen. Das kommt in der letzten Zeit aber gar zu oft vor, dass sie das beißt. Aber die Zeiten sind auch teurer geworden.
Also gut. Du hast einen Dollar. Kaufst du eine Medizin, dass das Beißen vergeht? Und jetzt red, was wir tun können, dass nicht einer von meinen leiblichen Söhnen meine eigene Tochter heiratet. Ja, jetzt musst du es halt eingestehen, nicht wahr? Nix kommt gar nicht in Frage, da wird nichts eingestanden. Du, weißt was, die Fefi muss weg, weit weg. Meine Schwester im Beinkreis, die sucht den Markt. Da der wir sie. Wenn's mag. Na, wenn's mag, dann schaffst du es ja halt, du bist doch der Vater. Was bin ich? Ja, so schon, aber ja, schaff doch du deine Buben und nicht so in die Fefi in Ruhe lassen. Bist du auch der Vater oder nicht? Was willst du denn machen mit zwei so ausgewachsenen Lackeln? Die lassen sich doch nicht zureden. Dann sag ich halt nur mal Dankeschön und für Gott feiern. Ja, komm jetzt, die Fefi. Kannst gleich mit dir reden. Ja, was willst du denn sagen? Ja, pass mal auf, Fefi. Ich wüsste den guten Platz für dich bei meiner Schwester im Beinkreis. Ich such ja gar keinen Platz. Okay, das ist doch ganz was anderes als wir Kellnerin im Roten Ochsen. Und meine Schwester, die schaut auf dich. Und einen schönen Lohn gerichtet. Ja, und schieß im Beinkreis. Ah, ist dieser netter Ort mit Beim, ne? Blumen? Ja, und Häuser? Kirchel? Ja, da darfst du bestimmt gut gefallen, ja. Ich höre schon gestern, Gassinger. Ich soll fort von da wegen deiner Buben, gell? Ja, aber warum soll ich nie gehen? Schick doch einen Sepp und einen Toni weg. Ja, ich tat's ja gern, aber jetzt mitten in der Ernte, weißt du nicht, was so narrische Gockel zuzutrauen ist? Wieso? Hast jetzt du in deiner Jugend nie eine Dummheit gemacht? Ich? Nein, nie. Was hast du denn, Vater? Verlucht. Du musst also nicht weg. Na, mir gefällt's da auch recht gut. So. Aber ich, dein Vater, will's haben. Wer? Ich und dein Vater. Wir zwei Vatern. Ja, wir wollen's haben. Hey, Fefi, es gibt keine Würstel, du musst weg. Nein, Vater. Ich bleib schon da. Schau, du musst doch schon deinetwegen da bleiben. Sonst krieg jetzt mal du noch chronische Halluzinationen. Bitte. So geht's nicht. Nein, so geht's nicht. Ja, gut, hier ist jetzt Ruhe. Luis, Thomas, was sagst du jetzt noch dazu? Du, alle zwei sind in die Fefi verliebt. Ich weiß es schon. Ach so? Ah, jeder möchte heiraten. Wobei ich doch gleich gesagt, dass da draus nichts werden kann. Warum nicht? Weil es halt nicht geht. Ja, was hast du denn dagegen einzuwenden? Ich als Vater gib's nicht zu, Pasta! Und ich als Vater gib's auch nicht zu, Pasta! Schmarrn, die Fefi ist ein fleißiges Mädel. Der gibt dir mal eine gute Bäuerin, das sag ich. Aber sie kann natürlich nur einem von euch zwei heiraten, nicht? Ja, das bin ich. Na, ich. Wisst ihr was? Die Fefi soll selber sagen, dem Mädchen, das will ich. Ja. Corbinian, geh neben den Roten Ochsen, sag ihr, sie soll gleich kommen. Zu Befehl. Krieg mir jetzt bloß du keine Halluzinationen, gell? Aber das sag ich euch, gell? Wenn auch die Fefi nimmt von euch zwei, der andere gibt den Fried, gell? Sag das nur an Toni. Du meinst, ich gehört zu dir, was? Da, hörst du, Stasi, das kann nicht gut gehen. Ja, was hast denn du noch gegen die Fefi? Die ist schon rechter, so wie sie ist. Ja, sicher ist die rechter, so wie sie ist, aber sie sollte der andere sein, nicht? Was? Aber so, das war ja Todsünd. Da kennt er nicht einmal, der Papst den Rumbasheifer und der Gendarm wegkommen und der mich und die und die Buben und. Ja, aber was hat denn jetzt da der Papst und der Gendarm damit zu tun? Ich glaube, mein Vater hat es ein bisschen. Ja, mich hat schon arg. Das kommt bloß von den Aufregungen. Ich bin schon ganz dumm im Kopf. Ja, das weiß ich schon lange. So, das weißt du schon lange. Ja, warum regst du dich denn so auf? Dazu hast du doch gar keine Ursache. Da sind wir sie noch nicht aufregend. Schiss mich. Da ist das Korpus, da liegt es. Doch, jetzt lass dir mal sagen. Ja, Bärin, ich weiß schon, was geht. Der Vater hat mir schon erzählt. Also, dann red. Welchen von denen zwei magst? Sag's nur, gerade raus. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir alle so anschauen. Ja, dann sag's ganz einfach, dass du keinen magst. Jawohl, du magst gar keinen. Ja. Red du nicht rein, bleib hocken da hinten. Also, Mädel, raus mit der Sprache, zieh dich nicht lang. Wen magst? Ein Zepp
oder ein Toni? Ja. Ein Sepp halt. Der dumme Toni weiß ich doch. Nein, ich mein schon einen Sepp. Ja, Pfeffer. Was na? Na, hast du mich also zum Narren gehalten? Nein, nein, Toni. Du hast dich schon selber zum Narren gehalten. Ich hab's ja gleich gewusst, dass dir nichts will. Ja, bitte dann halt nicht. Diese Blasen mit dem Namen kann ich grauen anwachsen. Ich nicht. Ja. Andere Mütter haben auch noch schöne Kinder. An jedem Finger kann ich Zähne haben. Und überhaupt, so eine verkrachte Existenz, die möchte ich gar nicht der Schwiegervater. Das ist eine Gemeinheit. Das ist schade. Hey. Also, Pfeffi, dann willkommen als Schwiegertochter auf dem Zollmannhof. Na, 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 die Pfeffi kann nicht mein Schwiegertochter werden. Ich verweigere die Einwilligung. Ich bin der Herr im Haus. Ah, der Depp im Haus bist. Wenn die Pfeffi hier recht ist, dann kannst du doch hier auch recht sein. Kommt, Kinder, wir gehen jetzt sofort im Pfarrhof rüber und stehen ins Aufgebot. Aus ist. Jetzt haben wir einen Dreck im Schachtel. Diese Hochzeit muss unter allen Umständen verhindert werden. Ja, das ist ja klar, nicht? Ja, aber wie? Ja, da wird mir schon was einfallen, nicht? Ja, wenn du dir ein bisschen Verstand versaufst, dann weiß nicht. Hab schon. Ja. Hab schon. Aber das ist nichts. Aber jetzt. Ja, sag! Du musst einfach alles eingestehen. Ja. Kommt ja gar nicht in Frage. Lieber geh ins Wasser. Nicht vom Wasser reden, wenn wir einen Enzian haben können. So eine Ehre. Gerade wie ich aus dem Haus gehen will, kommt der Bürgermeister daher und bringt mir eine freudige Botschaft. Noch eine? Ja, stell dir vor, Thomas, der Gemeindeausschuss hat dich einstimmig zum Kirchenpfleger geweiht. Was? Ja! Ja, aber das hast du bloß mir zum Verdanken, gell? Weil du ein Muster an ehelicher Treue bist. Jawohl, das habe ich neulich zu meinem Pfarrer gesagt. Und ein Vorbild für die ganze Gemeinde. Jawohl. Und so ein Lob ist nüchtern gar nicht zu mehr tragen. Na, heute ist ein Glückstag, Thomas. He? Das muss gefeiert werden. Ich hole eine Flasche Wein rauf. Ja, hol dir gleich drei Flaschen, damit du auch ein bisschen was kriegst. Ne? Zu was hat's gesagt, haben sie mich gewählt? Zum Kirchenpfleger. Jetzt bewahrheitet sich wieder einmal das alte Sprichwort. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Nein, da soll er bei den größten Bug zum Gärtner machen. Mir geschworen, ja, mir zwei, mir kehren zusammen. Bei derer hast du nix verloren, ich bin ihr Bräutigam. Bei deren Bläser Kellnerin, die bleibt dir niemals treu. Und wenn ich dann ihr Schwager bin, dann komm ich dir ins Geil. Haroini, Haroini, Haroni, ja, ja, ho. Haroini, 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 ja, 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 ho. Los mich von dir, zwing mein Dirndl nicht pflanzen. Du kannst mir gar niemals auf der Nase rumtanzen. Ich deiner Fifi ein Bussel geben darf, die wittert mit einem jeden, die haltet sich stark. Ich darf's dir nicht raten, du kreislicher Ratz. Mein Schatz, lass in Ruhe, denn sonst kehrst gleich der Katz. Mach mal die Sprich, bin die Gora so. Ich heich dich nicht, ist was der Sohn. Geh, lass mir doch die Streiterei, wir werden uns da nicht schlagen. Zwei Brüder sind wir alle dabei und müssen uns vertragen. Bei Dirndl nimm ich Zack und Back und gib dem Bruder Tanz. Und morgen an meinem Hochzeitstag, da sing wir miteinander. Haroini, 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 ja, ja, ho. Haroini, 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 ja, 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 ho.
Netzwerk heiratet. Auf geht's. Oh. Ja, bist jetzt du noch nicht fertig mit der Girlanden? So ein Kunstwerk, das muss mit Verstand gemacht werden und nicht mit der Mistgabel, nicht wahr? Komm runter. Du musst noch beim Wirt drüben ein Fasel Bier holen für unsere Gäste. Ach so, freilich, ja. Heute ist ja so eine Vorfeier, so ein Polterboosting, das heißt, nicht wahr? Da muss jeder seinen Rausch haben. Die Gäste vom Bier, nicht wahr? Und das Brautpaar von der Liebe. Ja, und der Metzger soll mir nur 20 dicke und 30 dünne rüberschicken. Jawohl, ja. Ja, aber gleich. Ja. So eine Hochzeit bringt eine kurze Freude, aber ein langes Leiden, ein Lied. Der wird auch nicht mehr gescheiter. Thomas, komm mal her. Ja, was ist denn? Ich muss mit dir reden. Der wird schauen, wenn er hört, was der Pfarrer für einen Plan hat. Aber recht hat er, es Sinn und ein Schand ist, wie es bei uns zugeht. Was ist denn, Stasili? Ich muss da mal sagen. Hast du vielleicht was erfahren? Ja, eine Lumperei. Na, der Herr Pfarrer ist ganz aus dem Häusl. Der Herr Pfarrer, warum? Bei seiner Kirchin hat einer das Fenster probiert. Ach so, bei der Kirchin? Ja, der besoffene Schreiner soll es gewesen sein, sagen die Leute. Na, sind die Leute schlecht. Voll Teufel. Ja. Das hat der Herr Pfarrer auch gesagt. Und jetzt ist es soweit, dass die größten Lumpen einen öffentlichen Verweis kriegen sollen. Was denn für ein Verweis? Ja, der Name von dem Betreffenden und sein Schandtat sollen ganze 8 Tage lang an der Gemeindetafel angeschlagen werden. Und du als Kirchenpfleger sollst dazu im Gemeindeausschuss den Antrag einbringen. Ich? Warum denn gerade ich? Ja, weil du im ganzen Dorf als Muster ehelicher Treue giltst. Geh mal Scheiße, du. Au! Jesus! Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Und einfallen tut mir auch nichts, wenn man die Hochzeit verhindern kann. Das ist keine Halluzination. Prost! Herrgott, hat mich du jetzt erschreckt. Kannst du nicht anklopfen? In meinem Haus. Warum nicht? Weißt du, wir stehen jetzt die Aktien. Hast du sie jetzt eingestanden? Nein, ich bring's nicht raus. Wir kommen denn so ein Schüsser sein? Ein Kopf wär's doch nicht kosten. Ja, du hast leicht reden. Jeden Tag in der Früh, wenn ich aufgestanden bin, hab ich mir vorgenommen, heute sagst du es der Stasi. Ja, und? Ja, aber wenn's mich dann so angeschaut hat, weißt du, mit ihrem gewissen Blick, so wie die Schlange in der Skalie, hat's mir noch Dreht verschlungen. Graf, und morgen ist Hochzeit. Ja, ich sehe mich schon am Gemeindetafel drüben. Oh. Wegen unsittlichen Lebenswandel erhält einen strengen Verweis Thomas Stangassing. So was gibt's ja nicht. Freilich gibt's sowas. Also, wo ist der Pfarrer? Sauber? Da dürfen wir gleich Gemeindetafel ausschaffen. So groß ist wie ein Haus, das ohne bloß haben, nicht? Jetzt pass mal auf, Corbinian. Weißt was? Ja. Wir lassen die Geschichte so, wie es ist. Wenn wir zwei es mal halten, dann kann ja nichts rauskommen. Aber okay, Thomas, denk doch dran, die zwei wollen doch heiraten. Das darf doch nicht sein, nicht wohnen. Es gibt jetzt nur eines, du musst heute noch reden, weil morgen ist spät. Ich kann's nicht. Weißt was, Corby? Red du mit ihr, aber bring's ihr schon im bei. Ich? Ich bin doch nicht lebensmüde, meinst du? Ich stirb einen Heldentod, nicht wahr? Da kommt's jetzt rein. Was ist, Corbinian? Hast du alles bestellt? Ja, das Bier ist im Gang draußen und der Metzger bringt die Würst rüber. Ja, dann holst du mir aus dem Garten nur 6 Staaten Salat. Ja. Du! Und putzt mir's gleich ein, ja? Und du, Thomas, gehst mal zum Peter. Er soll nachher mit seiner Ziehharmonika rüberkommen, damit wir am Abend ein bisschen Musi haben. Was, eine Musi? Mir ist noch keine Musi. Ich mag keine Musi. Herr Schaft, jetzt find dich doch endlich einmal drei. Der Sepp heiratet die Fefi und damit passt er. Siehst du das? Ich komm nicht zum Reden. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, gell? Also, man muss ja doch sein, dass du triffst. Und ich geh jetzt raus und pflücke den Salat, verstehst du? Und wenn ich das recht schön gemacht hab,
Na, der sie vielleicht beim Abspielen auch noch mithelfen, aber der müsste holen. Ah, was? Ich geh mit. Lieber lerne ich der Katze das Radl fahren, als will, dass ich da herinbleibe. Ja, die zwei Fuchsen werden echt an den Brautschäsen. Und nimm halt das neue Geschirr. Ja, mit dem neuen Geschirr. Und Christbaumkugeln und Lametta hängen auch noch hier. Am liebsten wird es ja zehnspendig in die Kirche fahren. Die hochwohl löbliche Braut. Christi. Grüß dich. Na, du bist du. Bitte geht uns nicht rein da. Du bist doch morgen sowieso die Bayerin. Aber heute noch nicht. Na, so genau muss man es nicht nehmen. Toni, du bist mein Beste. Ich kenn das schon lange. Wüsst nicht warum? Schau, ich hab heute mal einen Sepp gern. Das weiß ich schon. Es ist aber noch nicht lange her, da hat's ausgeschaut, als wenn ich dir auch nicht ganz wurscht wär. Das bist mir auch jetzt noch nicht, Toni. Aber was du nicht sagst? Ich hab dich immer gern gehabt. Freilich nicht so, als wie du meinst. So, wie denn nachher? Na ja, wenn man halt einen Bruder gern hat. Wie einen Bruder? Ja, das ist ja ganz was Neues. Grüß dich Gott, mein Schwester! Was habt ihr denn hier für Heimlichkeiten miteinander? Oh, ein bisschen unterhalten haben wir uns, gell, Vivi? Ja. So, und dann musst du das gleich aufs Knie nehmen. Okay. Überhaupt, was habt ihr denn hier zu reden? Mal ein bisschen Tanz haben wir probiert. Und überhaupt, ich kann mit meiner Schwester reden, was ich mache, gell? Eine Schwester? Wie so eine Schwester? Ja, ich hab ihm gesagt, dass ich ihn gern hab. Für eine Schwester, ihren Bruder. Und nicht anders. Also vom Gern haben habt ihr doch geredet. Ja, natürlich. Von was ich mir sonst mit einem sauberen Mädel reden? Toni, du weißt ganz genau, was die Mutter gesagt hat. Wenn Pfeffi einen nimmt, hat's gesagt, dann hat der andere Ruhe zu geben. Ja, das mache ich ja in aller Ruhe. Du, ich kann die Heimlichtuerei einmal nicht leiden. Was schleichst du dabei um sie rum? Wie ein Fuchs um einen Hähnerstall. Was du, ich wann schleich um die Pfeffi rum? Du halt dich bloß ein bisschen zurück, gell? Ja, ich kenn dich schon. Du bist ein ganzer Verdruckter. Was bin ich ein Verdruckter? Na, geh noch her, noch zeig dir, wo der Bartler Most halt, du. Toni! Das ist ja abscheulich, wie es euch hier zwei aufführt. Ihr bringt nur ins Gerät bei den Leuten. Nein. Jawohl, beim Wirt hat's auch schon gestritten. Das ist ja Gemeinheit, sowas. Ja, was fällt dir denn ein? Sei Stadtwiefel, das war doch gar nicht so ernst gemeint, gell? Na, gewiss nicht. Sei Stadtwiefel, das soll nie mehr vorkommen. Das versprechen wir dir. Gell, Toni? Natürlich. Ja, du musst nicht abgewinnen, dass du nicht mehr gleich so narrisch bist. Was? Ich war narrisch. Ich? Ja, natürlich. Ja, du bist immer schuld an unsere Streitereien. Ich? Und das soll ich mir gefallen lassen. Ja, sag ich, sie wird jetzt schmierig dabei! Ich mach das schon wieder! Jetzt mag ich das schon bald nicht mehr. Nein, nein. Wir vertragen uns ja schon wieder. Da, Toni, hast du meine Hand. Jawohl. Von heute ab bis Friede.
Tja. Jetzt ist einer zu viel da herin, gell? Mhm. Jetzt sollte man halt wissen, wer. Jetzt schau ich. Na, schauen wir mal raus in den Hähnerstall. Vielleicht haben sie Eier gelegt. Ein Gefäß, jetzt waren doch nimmer. Schau, ich vertrag's halt einmal nicht, wenn dir ein anderer schön tut. Wenn ich die nicht krieg, ich weiß nicht, was ich tue. Aber geh, du kriegst mich doch. Jesus, Jesus, wenn ich das bloß sieg, ich darf gar nicht hinschauen. Ja, Vater, da dran musst du schon gewinnen. Ist denn das ganz arg, Steingassinger, dass ich deine Schwiegertochter werde? Ja, nur viel Ärger. Magst du mich nicht? Freilich mag ich dich. Nein, es geht nicht. Ich bin der Vater und ich gib's nicht zu. Kim Pfeffi, in dem Punkt ist mit dem Vater nicht zu reden. Also, dass er so dagegen ist, das kränkt mich schon recht. Ja, tröst dich nur. Der wird schon noch zur Einsicht kommen. Piffe! Also, jetzt geht's, wie es mag. Jetzt beicht es der Stasi. Bis Nachmittag hat's eigentlich noch Zeit. Grüß dich, Gottstein, Gassinger. Grüß dich. Weil ich heute gerade wieder einmal vorbeikomme, möchte ich dir meine Afra vorstellen. Ist gut. Halt's mal. Ich wollte bloß zeigen, dass ich recht gehabt hab, zwingend ihrer. Aha. Ja, ja. Ein bisschen klein ist. Na, die Kleinen sind nicht größer. Halt's mal. Schau dir bloß einmal die Arme an. Und die Hände. Die können zupacken, mein Lieber. Afra, Radium. Brrr, steh. Geh? Jetzt siehst, wie es gestellt ist. Ja, es ist schon gut benannt, aber die aller Jünger ist auch nicht mehr, gell? Ja, warum suchst du für deinen Buben vielleicht ein Schuldirndl? Halt's mal. Also, was ist jetzt? Hast du die Geschichte überlegt, wegen der Heirat? Zwingt der Heirat? Ich meine, wenn jeder ein bisschen was zugeben darf, könnte man doch noch Handelseins werden. Ach so, Mann. Ja, okay. Geh, hockt's euch einmal her. Hock die hin und halt's mal. Der könnte mir am Ende helfen. Also, wie meinst du jetzt? Ja, also, ich hätte nichts gegen die Afra als Schwiegertochter. Aber da ist halt ein Haken. Bei mir ist kein Haken. Halt's mal. Mein Alte hat für den Sepp schon andere im Sinn. So. Ist der Alte da tonangebend? Oh mein, alles muss nach Hirnschädel gehen. Warum fährst du da nicht rein mit einem heiligen Donnerwetter? Kennst du mich, Stasi? Nein. Ja, sei froh. Du, da hätt ich eine Idee. Was? Red doch du mal mit ihr. Jetzt gleich. Ich? Ja. Ja, das könnt ihr schon machen. Ja, gut, na, schreien Sie mal her. Ja, dann sagst du dir gleich, dass ich die reichste Bauerntochter bin im ganzen Geil. Halt's mal. Das ist ich. Ja. Geh mal raus, ein Besuch ist da. Was? Wer ist denn da? Der Vogelhuber mit seiner Tochter von Langerberg. Er hat was Wichtiges mit dir zum Reden. Unter vier Augen. So, da bin ich aber gespannt. Also, jetzt pass mal auf, Stangassingerin. Öha. Maran, Josef. Der Läusel. Jetzt, komm, Afra. Lass mal's allein. Nein, bleib so da. Bleib. Jo, da red's ist besser. Jetzt sagt er dabei unser Viech, unseren Stall. Komm. Ja, wie viel Kühe habt ihr? 22 Stück. Und Schaf habt's keins? Schaf haben wir nur eins. Das bin ich. Also, was hast du mir zum Sagen? Jetzt weiß ich nicht, täusche ich mich oder sehe ich richtig? Du siehst schon richtig. Herrschaft, Seppi, bist du es wirklich?
die Berghofer Straße von Daxenburg. Ja, die bin ich. Das heißt, die war ich, bevor ich geheiratet habe. Sachsen, die Sachsen, die. Geh, alt und kreisel sind wir geworden. Ja, du schon. So meinst du? Ja, ja. Ich schau schon lang in keinen Spiegel nimmer. Lang ist her, dass wir uns nimmer gesehen haben, gell? Mhm. Seit du damals auf und davon bist, mein Lieber, ewige Lieb und Treu hast du mir geschworen. Ja, mei, man sagt viel, wenn der Tag lang ist. Schau, du hast da einen tüchtigen Mann gekriegt und ich, na, ich hab die Langenberger reiche Witwe geheiratet und hab's recht gut getroffen, ja. Gratuliere. Was willst du denn eigentlich von mir? Ich? Von dir gewiss nichts mehr. Ach so, ja, ich hab mit deinem Mann ausgehandelt, dass euer Sepp und meine Afra ein Paar werden. Was? Mein Sepp? Und deine Tochter? Ja. Na, ja, du, mir? Die Afra, die kriegt 5000 Mark mit. 5000, verstehst du? Und wenn sie 1 Million mitkriegt, die sagt nein. Tragst du mir's also da noch, weil ich damals fort bin. Mein Vater, den Kier musst du anschauen. Und den Stier. Halt's mei, ich hab keine Zeit für einen Stier. Also, Stasi, überleg dir das, was ich da vorhin gesagt hab. Kommst mit mir in Kich, dann verzeih ich dir was. Verzeihst mir was? So, so. Du bleibst da und schau nicht so blöd. No. No. Jetzt lass es mir wieder stehen bei der Nox von Stadl da. Hey, was ist denn da für ein Vogel geflogen? Schaust du, wie ein gestochenes Kalbi. Wer bist denn du? Ich bin Vogelhaber-Afra von Langerberg. Bist du der Sepp? Nein, ich bin der Toni. Ah, der Toni, der bist so. Von Antoni habe ich noch nie nichts gehört. Schade, dass du nicht der Sepp bist. Ja, warum? Ja, ich mein halt. Obwohl, mir war's wurscht. Du, gefällt ich dir? Hä? Schau mir mal an. Hä? Ja, warum nicht? Bei dir ist alles da, was man braucht, gell? Da ist Holz bei der Hütten. Und ein Geld habe ich auch. Ja, das brauchst du schon. Bist du gewiss nicht der Sepp? Was hast du denn immer mit dem Sepp? Heiraten sollen. Mein Bruder? Ja, da bist du schon spät dran, der heiratet jetzt die Fefi. Na ja, da musst du schon mal einen anderen umschauen. Mir gefällt aber nicht jeder. Ach so, hakelig bist du auch noch? Jawohl. Wir sollen einer bloß meinetwegen heiraten. Aus Liebe. Und zwing mein Holz. Ja, ja, das hab ich schon gesehen. Bleib noch sitzen, Afra. Ja, na, schau dir ein bisschen um, vielleicht findest du einen, der dir gefällt. Oft braucht man gar nicht weit schauen, gell? Ach so. Du, was hast du gesagt, vom Vogelhuber zu Langerberg bist du? Ja. Bist du vielleicht quasi einzige? Freilich. Hast du keinen Bruder? Nein. Ja, du, das ist ja... Wie viel kriegst du mit? Zuerst 8000 und später vom Vater einen Hof. Sachsen, die. Na, also, Afra, schau dich ein bisschen um. Das Gute liegt oft ganz, ganz nah. Ich sehe jetzt schon. Ja, na, da darf ich gar nicht mehr lang warten. Na, dann pack zu. Wirklich? Ja, freilich. Na, pack ich dich. Du bist bei gut beieinander, du hast den jüngsten Schmalz. Du gefällst mir ganz und bandig in deiner Liebesbeiz. Grad wie ein stolzer Gockel steig ich dir noch heuwei. Und ich möcht dann um jeden Preis dein Bibi-Händel sein. Du bist schön klar und mollert, das hab ich so viel gern. Der Viech mit Haxen. Du darfst nicht größer werden. Wir passen zusammen, wir Teibel. Ich turtel mit dir gleich. Die Liebe ist scheinbar überhaupt die größte Viecherei. Du bist mein herzig Spolzerl, mein Käferl und mein Schneck. Du bist mein lieber Kader und ich der kleine Zeck.
Wir sagen uns aus dem Tierreich nur lauter Schmeicheleien. Ich plapper dir jetzt Wörtel noch grad wie ein Papagei. Brrr, steh! Afra, Kind, wir haben in dem Haus nichts mehr zu. Ah, jo, Vater, ich schon, ich und der Toni, gell? Halt's mal raus, sag ich. Komm, komm, hast du mit meiner Stase geritten? Ja, das glaubst du. Ja, und wie ist's gegangen? Frag lieber nicht, deine Stase hat mir sauber die Lefitten gelesen. Was, Tira? Ja, ich hab nur von der Gaudi, eh lang, für die gut. Jetzt, Vater, jetzt lass dir Herz was sagen. Halt's mal, Malafitz-Vibes, bitte, Mist, die macht das weiter. Den hat mein Stasi sauber zusammenbissen. Du Vater, das ist eine lustige Nudel, die Abfrau, was? Ich hab jetzt keine Zeit. Jetzt ist meine letzte Hoffnung auch noch beim Teufel. Was wär's in der Hoffnung? Lächel, lass mir doch mal Ruhe mit den Schmarrn. Oh, ich weiß mir keinen Rat. Ich weiß mir keinen Rat. So, was ist denn los? Meine Arbeit ist geschehen. Wie steht's bei dir? Psst, da kommt's. Ja, jetzt red! So, was ist jetzt mit euch zwei? Habt ihr alles besorgt? Jawohl. Geh, Stasi, sitzt einmal hier. Ja. Jetzt pass mal auf, Stasi. Jeder Mensch hat in sein Leben da mal eine schwache Stunde. Ne? Das gibt's doch zu, nicht? Was soll denn jetzt das Gerät? Ja, hast du nicht auch eine schwache Stunde gehabt einmal in deinem Leben? Ich? Ja, was willst du damit sagen? Dass man mit einem Menschen wegen so einer schwachen Stunde nicht zu hart ins Gericht gehen soll. Das sollte man auch nicht, oder? Ja. Und? Also, pass auf. Pfiffi, nicht wahr? Pfiffi, die ist das Produkt von so einer schwachen Stunde. Ach so. Ja. Was geht denn mir in Corbinia an seine schwache Stunde an? Ja, die versteht mich nicht. Was dem Corbinia passiert ist, das könnte doch mir auch passieren. Ne? Ach, okay. Dir doch nicht. Doch, du bist im Irrtum, wenn du meinst, dass der Corbinian der Vater von der Fifi ist. Das ist so ganz andere. Was? Ja, ja. Der Corbinian nicht? Ja, wer denn nachher? Ja, andere. Ich bin eigentlich er und er bin ich und so geht es hin und her und so ungefähr. Was? Die kapiert's nicht. Jetzt red halt du einmal was. Also grad rate, der Sepp kann doch nicht seine Schwester heiraten. Seine Schwester? Ja. Was, der Sepp soll der Bruder von der Fifi sein? Mhm, ja, dann wärst ja du. Ja. Ich bin der Vater. Ach, dann hast du damals mit der Rose. Ja, logisch, nicht mit der Thomas. Thomas! Ja. So bist du, du scheinheiliger Tropf, du Schuft! Ja, jetzt ist schon so, wie es ist. Da lass sich auch nichts mehr ändern. Jetzt lass uns. Das erleichtert sie mich. Sei noch mal du statt! Du hast ja nicht noch geholfen zu der Schlechtigkeit, du alter Gauner! Das hat der ganze nur kennen, gell? Nein, ja, aber wir reden nur extra ab miteinander, das merkst du. Das bin ich das. Das ist doch schon jahrzehntelang her. So was verjährt nicht. Aber ihr sollt's mich kennenlernen, mein Lieber, ihr Lumpen! Ihr Patsch übereinander! Oh. So, jetzt haben wir einen Salat. Den haben wir nicht, den kriegen meine Hosen. Herrgott! Oh, das ist ein Donnerwetter. Der Pfand alle Augenblicke schlägt ein. Ja, Vater! Du darfst dich schicken, dass du umziehst. Die Gäste werden nicht mehr lange ausbleiben. Da wird nichts umgezogen, die Hochzeit wird abgesagt. Okay. Was? Ui. Du, ich bin vielleicht kein kleiner Bub, das merkst du. Dabei bleibst du, hilft dir gar nichts mehr. Mutter! Mutter, geh mal rein.
Da hat Mutter auch noch was mitzureden. Ja, ja, das wird's gleich hören, was die sagt. Ja, was ist denn? Mutter, ist das wahr? Ich soll Pfefi auf einmal nicht mehr heiraten. Nein, Sepp, es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Warum nicht? Ja, der Vater will's halt nicht haben und ich hab auch gesehen, dass er recht hat. Ja, und er ist schließlich der Herr im Haus. Okay, seit wann denn? Seit heute am Tage des Salates. Jawohl! Ich bin der Salat. Ich bin der Herr im Haus. Und ich gib's einfach nicht zu. Corbinian, jetzt gehst du lieber zum Herrn Pfarrer und zum Wirt und sagst, wir müssen die Hochzeit leider absagen. Was hast du leider? Mit Freuden und sofort, immer. Na, halt! Ich muss euch was sagen. Es ist nämlich... Was willst du denn noch? Ja, das... Das Gescheiter ist, ich geh selber zum Herrn Pfarrer und red mit ihm. Jetzt ziehen wir mal um. Tröst dich nur, Pfefi. Das wird wieder eingerenkt. Ich lass mir nicht mehr nicht alles gefallen. Ich wünsch nur, dass dir nicht leid tut, was du uns heute an du hast. Also, die Geschichte hat mich jetzt das so aufgeregt, verstehst? Das ist schon wieder meine Halluzination. Jetzt auf dem Tisch da eine frische Maß Bier und eine gute Brotzeit. Ja, ja, jetzt hat's dir aber wirklich, weil da ist gar nichts. Oh nein, da schickt der Metzger den bestellten Würst drüber. Anzapft hab ich auch gleich. Thomas, das ist keine Halunke-Nation. Prost, Kameraden. Die Nacht wird kühl. Ich bin da gleich der Blitz einschlagen. Du, ich glaub, der Vater ist neidisch geworden. Einen Tag vor der Hochzeit soll ich Sachen machen. Ja, der Vater war ja immer dagegen. Aber dass er die Mutter auch umgestimmt hat, das will man nicht in den Kopf nehmen. Der Herrschaftszeit, wir sind doch keine kleinen Kinder mehr. Wir haben doch auch unseren Willen. Sepp! Morgen bringst du den Fuchsen zum Schmied, der muss frisch beschlagen werden. Hast du mich verstanden? Ja, ist das Maul zugewachsen? Ach so, ein Beleidigen möchte er spielen. Nur zu, aber deswegen bleibst du bei dem, was ich gesagt habe. Und wenn du nur so buckst, ich bin der Herr im Haus. Wie der mit seinem Vater umgeht.
Würde dir vielleicht um den Hals fallen. Ach, Schmarrn. Das ist pure Eigensinn. Und überhaupt geht's dich gar nichts an. Ah, das geht mich nichts an. Wenn du dich aufführst, dass man sich im ganzen Dorf schämen muss. Nur weil du spinnst. Ach, wie redest denn du mit deinem Vater, hä? Bist du vielleicht dein Vater? Ein Rabenvater bist du. Hast du vielleicht dein Herz im Leib? Einen Stein hast du drin. Mein lieber Vater, in dir habe ich mich schwer getäuscht. Du bist der Ärger wieder, der Matthias Gneisel. Wie hat das sehr gemeint? Ich kenne im ganzen Dorf kennen den Matthias Gneisel. Verstehe ich nicht. Ja, gibt's es das auch. Du hast leicht lachen, was ist denn? Der Erste hängt schon drum. Wo? Am Tafel? Die gemeldet haben. Das ist, die werden doch nicht. Der Ausschuss hat auf Drängen vom Herrn Pfarrer nachgegeben, nicht wahr? Und jetzt steht geschrieben wegen unsittlichen Lebenswandel. Er hielt einen Verweis der. Wer? Der Lehner Hans. Ja. Ach so, der Hans, unser Knecht. Ja. Was hat denn der gemacht? Kann man finden, haben sie ihn erwischt bei der Lini. Okay. Der Hans ist aber auch ein rechter Depp. Wie kann man sich den da dabei erwischen lassen? Der eine kommt gleich auf, gell? Und den anderen wischen sie erst noch 20 Jahre. Sei doch stark! Ich bin doch noch inkognito. Was ist? Du, ja? Kennst du einen Matthias Gneisel? Ja. Wer ist denn das? Raubmörder! Na, brav. Also. Psst. Da kommt. Wo gehst du denn hin, Stasi? Zu meinem Pfarrer. Sie haben doch gesagt, dass wegen deiner Lumperei die Hochzeit nicht stattfinden kann. Ach so, ja. Ja, freilich muss man ihm das sagen. Aber wie bringen wir es ihm denn bei, dass er den wahren Grund nicht erfährt? Anlügen! Na, die lügen Herrn Pfarrer nicht an. Der soll noch alles wissen, wie es wirklich ist. Na, Stasi, das kannst du nicht machen. Da komm ich hier am Pranger. Ja, warum nicht? Du hast es nicht besser verdient. Stasi, ich lass dir sagen. Stasi! Ruhe! Fällt die Skorpinien, ganz gefällt. Ich bapp schon dran am Gemeindetafel. Ein Unglück kommt selten allein. Ja. Mein Hof darf jetzt verkaufen. Ja. Auswandern muss ich auch. Pass auf, Skorpinien, jetzt gehst du hinaus. Ja. Und passt die Stasi auf der Straße ab. Ja. Und sagst dir, ich darf mich glatt aufhängen, wenn sie es am Vater sagt. Ja, wenn's bloß was hilft. Ja, du bist gut, wenn's Aufhänger nichts hilft, dann weiß ich nichts mehr. Du sag einmal, jetzt geh doch. Nein, heute ist sie nicht zwischen den zwei Fingern ein Ziegerl. Bist du? Ganz deutlich siehst. Oder sind das wieder Halluzinationen? Und der Lehrer, du es auch nicht. Ja, Herrschaft, ich bin doch auch schon nicht. Okay. Hat mich nicht teist, hat mich nicht teist. Feier. Aber rauchen kannst du selber, hä? Wer denn sonst, nicht? So. Und jetzt gehst du aber zum Kabinen. Schnell. Mm. Und mach's ja recht fährlich. Sag, sie soll gleich umkehren, wenn sie ein Unglück verhindern will, gell? Jetzt geh. Ja, der macht die Hölle so heiß, ja. Ja, der Rindifein, gell? Hat's bei mir keine Gefahr. Ja. Und ich suche mir jetzt einen Strick und werde es aufhängen üben. Jesus, nein, was tue ich bloß? Was tue ich denn bloß? Es ist doch das Gescheiteste, ich rede zuerst mit Herrn Pfarrer. Komm nur, Fefe, wir zwei werfen die Flinten noch lange nicht ins Korn. Sepp, es hat keinen Zweck. Jetzt, wo die Mutter auch dagegen ist. Die soll nur sehen, was so gestellt hat, wie es seinem Vater nachgegeben hat. Oh, mein Kinder, das kann ich mir so auch denken. Jetzt packen wir es mit der Rührung, wie wir es ausgemacht haben. Weine! Da, sagt Fefe, oh Mutter. Bringst du es übers Herz, das Mädel fürs Leben unglücklich zu machen? Siehst du, wie es herstehst? Mit den Kim, war ein bisschen fester. Direkt das Herz drückt sie ab. Jesus, ja, ich begreife euch, ja, aber. Was aber? Bei
Ich will mich absolut in eure Familie drängen. Es ist mir ja nur wie im Sinn. Schau nur. Schau nur, ganz blass und eingefallen schaut er aus. Ich sag dir, das war eine Mutter. Das überlebe ich nicht. Da geh ich ein wie ein kranker Ochs. Ich weiß doch selber nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ja, das liegt ganz bei dir. Brauchst nur ein Machtwort zu sprechen, dann wird alles gut. Jetzt kommt's einmal mit mir in Kichi. Ich werde mir die Geschichte noch einmal überlegen. Autsch. Jetzt darf man nicht mehr auslassen. Na, jetzt hau mir eine Tafel rein. Herrschaftszeiten, okay. Ich hab da vielleicht einen Grand beieinander. Schon über die Hochzeit feißen, hab ich schon bald rausgesucht, so stinkt er mir. Kuckuck, Kuckuck. Ruft's aus dem Wald. Wer war das? Ich. Die Afra. Ich hab geglaubt, ihr seid schon daheim. Der Vater ist nur im roten Ochsen eingekehrt. Da bin ich geschwind davor, weil wir müssen in den Skriantunnel. Hast du deinem Vater schon was gesagt? Nein, wenn er so ungut ist. Immer wenn ich was sagen möchte, dann sagt er, halt's mal. Und dann haltest du? Ja, freilich. Na, du bist wenigstens gut vorbereitet für die Ehe. Okay, und dann reden wir mit dem Vater. Meinetwegen. Aber Afra, ich hätte jetzt einen Durst. Hast du kein Bier bei dir, ne? Du. Was denn? Ich freue mich schon ganz narrisch. Auf was? Ja, wenn wir zwei heiraten. Ja, das wird lustig. Ich bin fast schon furchtbar neugierig, wie das ist. Was das? Na ja, das. Dasselbige heute, du weißt das schon. Ach so, du, das wirst du noch schon sehen. Aber es brauche ich unbedingt ein Bier. Ich habe ja so einen Durst. Den dürstet nach der Liebe. Aber ich lasse ihn schon nicht verdursten. Jetzt hab ich einen, den lass ich nimmer aus. Ich möchte einen Buben, einen sauberen Buben, es muss er mal ins Haus. Ich mag fein nimmer ledig bleiben, ich bin im besten Saft. Ein Mann muss her, ein Mann muss her, ich platz vor Leidenschaft. Ja, so ein Mannsbild ist er breit. Der hat eine Kraft, der hat eine Schneid. Da kann die ganz rebellisch werden. Ja, so ein Mannsbild hab ich gern. Ich war schon immer ein Vulkan, der war Feuer speibt. Da, wo's die Glut ganz furchtbar heiß mit einmal austreibt. Da drin hab ich einen Überdruck, den wo mir keiner nimmt. Wann ich einmal ein Lava spuck, verbrenne alles, was kommt. Ja, so ein Weibsbild ist er freit. Die hat er Kraft, die hat er Schneid. Da kann mein Bub rebellisch werden. Ja, so ein Weibsbild hat er gern, des glaubst. Der Strick kommt passen. Da, schau, die Afra ist auch wieder da. Ja, du kommst mir gerade recht. Du musst meinen Buben heiraten. Ja, das tue ich schon. Ja, und dein Vater gibt's jetzt zu? Der muss. Ja, wo ist denn mein Bub? Ah, da kommt er gerade. Donald, geh, wir zwei heiraten. Alles schon recht. Halt. Das ist doch der Falsche. Ich mein doch einen Sepp. Ja, und ich mein einen Toni. Geh, Donald, wir zwei, wir heiraten. Du Vater, 8000 Mark gibt's mit und später noch einen Hof. Ich und ihr Vater haben ausgemacht, dass sie einen Sepp heiraten. Pass mir auf, Vater. Machen wir den Ohrwaschen ganz genau auf, gell? Der Sepp, der will die Fefi. Und ich will die Afra. Und dabei bleibt's. Das merkst du, dass der lauter Grutzen ist, lieber Rambe. Du, mein Lieber. Oh, jetzt darf ich aber was sagen. Wenn man was einfällt. Also da bist du, Afra. Was machst du noch alleweil da? Heiraten, Vater. Gut. Bist denn du narrisch? Vogel, aber wir zwei haben doch ausgemacht, dass der Afra und die Sepp heiraten. Ja, ausgemacht schon, aber das geht jetzt nicht mehr. Das begreife ich nicht. Ja, das habe ich zuerst auch nicht begriffen, aber es ist halt so. Tut mir leid. Aber die Afra und ich, wir fahren jetzt heim. Jetzt, Vater, jetzt lass uns erst reden mit dir. Ja, was willst du denn noch? Antoni möchte! Was?
Den da? Ja. Ja, sag mal, ist das auch ein Bub von dir? Ja, freilich, wir haben zwei, wenn's recht ist. Herr Vogelhuber, ja. Ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter. Oder passt dir vielleicht nicht? Ja, von mir aus kannst du das haben. Sag mal, gefällt dir denn der Suff? Ja, weil er so schön groß ist. Sag einmal, Vogelhuber, bei denen zwei gibst du es zu. Ja. Und beim Sepp gibst du es nicht zu. Nein. Der soll nur sein Fefi heiraten. Ja, Herrschaft Seppe, da kennt sie ja keine Sau nicht mehr aus. Willst du mir nicht verzeihen? Nein, das lässt du jetzt am besten alles von deiner Stasi verzeihen. Ich misch mich da nicht mehr rein. Ich bin jetzt mit der Afrau noch ein Ständerl im Roten Ochsen drin. Wenn's mit deiner Alten geredet hast und ihr die Geschichte überlegt hast, dann kannst du mich erholen lassen. Ne? Fertig gut. Du, dass du mir aber rechtzeitig kimmst, gell? Sonst hol ich dich. Weiter da, sag ich. Heiraten ist für eine Sauarbeit. Vater, ich rate dir ab. Was soll ich mit dem Bierkriegel? Abspülen. Okay. Ach, ich glaube, dass die hängen wirklich auf. Bis jetzt habe ich die Stasi nirgends gesehen. Jesus, am Ende hast du es verfehlt. Ja, wenn ich direkt vor dem Pfarrhof stehe, jetzt sehen müssen, wenn es gekommen wäre. Du, warte mal, vielleicht ist es noch da. Warum haben wir sie? Ja, sie ist noch in der Küche draußen, sie redet mit wem. Und die kann mir mein Platz für stehen, ja, jetzt pass auf, Corbinian, jetzt gehst du in die Küche raus und sagst dir, ich hätte einen Strick schon in der Hand, wenn sie zum Pfarrer geht, dann hänge ich schon da. Meinetwegen, ja, dann sag ich das, ja. Ja, aber doch nicht so lätschert. Ein bisschen aufgeregt. Wenn sie ein Mensch aufhängt, dann geht man doch nicht so Pomade. Ja, du hängst ja doch nicht auf, oder? Ja, das weiß ich schon. Es soll aber doch so ausschauen, sonst glaubt's ja die Stasi nicht. Ja, dann müssen die ja aufgeregt sein. Ja, dann regt euch auf. Jesus, der arme Mann. Jesus, der arme Mann. Da hängt der Mensch an der Wand. Ist schon fast tot und du sagst, Jesus, der arme Mann. Ja, was soll denn überhaupt so viel Aufregung hernehmen, nicht? Ja. Schau dir mal den Goldfuchs an. Vielleicht regt dich der auf. Ui. Ist der echt der Freilich? Ja, der regt mich natürlich an, nicht wahr? Ja. Um Gottes Willen! Der Thomas hängt mich auf! Gott, Hilfe, Feuerwehr, Polizei, Sanitäter! Der Thomas hängt mich auf! Ah, so ist sie, ja. Aber ich mein, für so eine Aufregung ist das eigentlich nicht so wenig. Du, jetzt schaffst du das! Bitte! So, ich brauche jetzt einen Nagel. Einen Nagel. Ah, da drum ist einer. Der wackelt schon. So darf ich einen Nagel auch noch festhalten. So, jetzt. Was ist denn? Du bleibst denn? Dabei bin ich ja wirklich tot, bist du gekommen. Thomas! Um Gottes Willen, was tust du denn? Aufhänger, das siehst du. Na! Der hat doch geglaubt, du gehst zum Herrn Pfarrer und sagst euch nicht. Wenn ich nicht rechtzeitig reinkomme, dann hängt er schon Thomas wie ein Bauernkreuz. Genau, Skorpi. Ihr Kinder, lasst mich mit dem Vater allein. In der Küche, da wäre eine Kaffeekanne sehen. Ist das eine Halluzination gewesen? Nein, es steht schon eine draußen. Mach mal, dass du weiterkommst. Schmeiß nur noch. Ja, nimm dir eine. Vergesst gar für die zwei. Thomas, komm nur gerade runter. Jesus, nein. Also, wir haben es jetzt, wir zwei. Ja, das wirst du jetzt noch gleich hören. Jetzt setz dich mal hin. Hast du mit dem Vogelhuber geredet? Ja. Wir zwei haben ausgemacht gehabt, dass der Sepp die Afra heiratet. Weißt du das? Ja. Ja, und seitdem du mit ihm geredet hast, will ich ja nichts mehr davon wissen.
Hast du ihm davor abgeredet? Ja. Warum? Thomas. Thomaserl. Meinst du mich? Ja, Thomas. Ich will jetzt wissen, warum der Sepp die Afra nicht heiraten kann. Warum darf denn der Sepp die Fefi nicht heiraten? Ja, weil das bei Halbgeschwistern gesetzlich verboten ist. Herrgott, ich hab das doch schon eingestanden. Siehst du das? Das ist auch mein Grund beim Sepp und der Afra. Hä? Was? Ja, bloß, dass ich das noch nicht eingestanden hab. Du wirst doch nicht sagen, wenn das der Sepp und die Afra auch Geschwister sind. Doch, Thomas. Genau das will ich sagen. Jetzt fangen Spinner an. Jetzt lass das einmal verzeihen. Also, es ist schon fast 30 Jahre her. Da war einmal ein Mädel. Brav und unschuldig. Und der hat so ein Hallo drin mit lauter Schädel und Sprüchmachen und Kupferdraht. Obwohl sie einen anderen schon lange hätte heiraten wollen. Mei, wie es halt so geht, nicht? Ja, wie es halt so geht, ja. Ja. Ja, der hat nicht mehr auslassen, bis er das gehabt hat, was er wollen hat. 8 Tage später hat's der Lump sitzen lassen. Na. Ja. Gleich drauf ist noch der andere wieder gekommen. Und hat's ums Jahr gebettelt. Nicht nachlassen, bis es ihm gegeben hat. Der Depp, der Dame schickt. Oh. Na, Thomas, das darfst du auch nicht sagen. Also 4 Wochen später war dann die Hochzeit. Und danach hat das Mädel zu ihren Schrecken gemerkt, dass von dem Lumpen ein Kind erwartet. Was? Ja, was hätte sie jetzt tun sollen? Hätte sie jetzt reden sollen oder nicht? Das Unglück war einmal geschehen. Sie hätte sich und ihr Mann bloß unglücklich gemacht. Und so habe ich nichts gesagt. Und so hast du nichts. Du? Das Mädel warst du? Ja, Thomas. Und der Depp, der Damische, war ich. Warst du? Und ich rimpf, ich hab gemeint, der Bub ist ein 7-Monats-Kind. Und der Lump war der Vogelhuber. Ja. Ja, den Dreier ist knack um, dass er sich von hinten anschauen kann. Den zieht er in den Kling, dass er auf der Kegelbahn übernachten muss. Jetzt schneid's aber ab, gell? Was mir in meiner Dummheit und Unerfahrenheit geschehen ist, das war vor der Ehe. Und du brauchst keinen Stein auf mich schmeißen, wo du selber im Glashaus sitzt. Na ja, wenn man es so betrachtet. Ja. Darum meine ich, wenn ich wegen der Fefi ein Auge zudrück, dann kannst du auch wegen dem Sepp. Ja, Herrgott, da kennt ja der Sepp ungeniert mein Fefi heiraten. Ja, ich denke, das war halt am besten. Ja, warum hast du das nicht gleich gesagt? Da bin ich ja mit einem Schlag aus dem ganzen Schlamassel raus. Das bist. Und Aufhänger brauche ich mir auch nicht mehr. Nein. Und aufs Gemeindetafel komme ich auch nicht. Nein. Alte, da dafür muss ich dir eine Pustel geben. Alter, nachher sind wir wieder gut. Ja. Ja, du, wie sitzt das? Willst du den Sepp doch einen Hof übergeben, wo er doch gar nicht dein Bub ist? Ja, heiratet er doch meine Tochter. Ja, ist es ja freilich. Ja, und der Toni, der könnte ja dann die Afra heiraten. Ja, wirst du es, Stasi. Sepp, Fefi, kommt rein. Korbinian, du auch? Was gibt? Korbinian, komm her da. Das ist die vierte, gut. Ja, geh her da. Jetzt laufen wir mal schnell rüber zum Wirt und sag, der Vogelhuber soll mit seiner Tochter herkommen. Ja, aber saus. Zum Roten Ochsen. Sausen? Ja! Hallo. Ja. Stasi. Ja, Thomas. Was ist jetzt? Ja, ich hab vom Vater rumgekriegt. Ihr könnt's heiraten. Ja, Herrgott, ist das wahr? Jesus, ich kenn mich ja gar nicht mehr aus von lauter Freude. Dann darf ich jetzt Vater sagen zu dir. Ja, das darfst. Vor dem ganzen Dorf. Vor aller Welt. Ja. Vater. Mutter findet halt immer den richtigen Weg. Ja, ob das gerade der richtige Weg war, möchte ich nicht sagen. Mein Segen habt's. Thomas! Ja, weißt denn du, was du da tust? Alle weiß ich das. Aber ich wasche meine Hände in Unschuld. Dann wasch das lieber mit Seifen, die können es brauchen. Was?
Stangassinger, hast du das also da überlegt, gell? Ja. Du Lump, du. Dann weißt du ja schon alles. Alles, du Schuft. Aber du, das ist doch schon so lang her. Das Schau. Hat aber jetzt erst einmal raus müssen. So, und jetzt kann die auch Frau Antoni heiraten. Ja, endlich. Wo ist er denn? Ja. Da fällt er gerade rein. So, dann kehrst du schon mir. Halt's mal. Ja. Nicht schlecht, dein Bub. Ja. Warte, die Hochzeitsgäste sind schon da. Soll ich's wieder heimschicken? Bier ist auch keins mehr da. Hol ein neues Fassel, es bleibt bei der Hochzeit. Wieso Hochzeit? Wer heiratet denn? Ich. Du? Na, gratuliere. Wen? Die. Mich. Na, verregt, bei uns ist ja alle Stund was anderes los. Ja. Und wem habt ihr alles zum Verdanken? Der Mutter. Na, mir. Ich bin der Herr im Haus. Meist. Das ist nur eine Halunkination.